Es gibt YouTuber, die sofort ein Video machen, sobald irgendein Update für ein Spiel rauskommt oder ein neues Spiel. Hauptsache die Klicks stimmen und jeder klickt drauf. Nach dem Motto, niemand kann sich die Sache selber anschauen. Ich habe jetzt etwas gewartet mit dem CSGO-Update-Video, denn ich wollte wissen, wie das neue Update sich auf das Spiel auswirkt. Denn das neue Update ist sehr groß und hat sehr viele Game-Einschnitte in CSGO. Ich hoffe, ihr habt bei dem Video Spaß. Watchagen, One Man Two Balls hier mit dem CSGO Update Video. Es wird ja auch langsam Zeit. Viele größere YouTuber haben dieses Video schon lange gemacht und ich möchte meinen Senf auch dazu geben. Ich habe mir die ganze Sache jetzt ein paar Tage angeguckt und als erstes möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Es war einmal ein kleiner YouTuber, der Gamer war. Sein Name war Steven. Man nannte ihn im Internet One Man Two Balls. Es gibt Tage, da ist man im Matchmaking gut. Und es gibt Tage, da ist man im Matchmaking schlecht. Das hat nichts mit dem persönlichen Skill zu tun. Nein, es kommt teilweise auf Glück, auf die Einstellung des Tages an, auf ziemlich viele Faktoren. Man kann nicht immer einen Skill-Level halten. Und seit dem neuen Patch kam es schon dazu, dass er auf seine Tastatur einprügelte. Ja, so ist es. Ich werde jetzt ein paar Stichpunkte abarbeiten, zu denen ich was sage, meine Meinung dazu gebe und ihr könnt mir danach in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so empfindet oder ob ihr das anders findet. Da habe ich kein Problem mit. Wenn ihr eine andere Meinung habt, dann teilt sie einfach mit. Also das allererste, was natürlich auffällt, sind die Sticker. Yeah, ich wollte schon immer einen Hello Kitty Sticker an meiner schwarzen, coolen AK haben. Nein, das ist natürlich ironisch gemeint. Ich finde die Sticker total bekloppt. Ich finde sie nicht sehr schön, auch wenn es, ich sag mal, recht coole Sticker sind an coolen Waffen, finde ich es trotzdem sehr kindisch. Im Endeffekt, seien wir doch mal ehrlich, es ist Geldmacherei. Die Waffentarnungen sind echt eine coole Idee. Und wie heißt er? The Wall, ein größerer amerikanischer, glaube ich, YouTuber gesagt hat, Counter-Strike-Spieler vergleichen ihre Waffen mittlerweile sehr wie mit Autos. Das ist ein Statussymbol. Und ich muss sagen, es stimmt. Ich habe auch schon ein Video darüber gemacht, ein CSGO MR15 Live. CSler lieben ihre Waffen wie Frauen ihre Handtaschen. Das ist wirklich so. Ja? Man will immer die schönste auf dem Schlachtfeld haben. Und irgendwie ist es auch cool. Ja? Da ist man auch mal bereit, sich eine Paysafecard zu holen oder per PayPal mal 10 Euro reinzustecken, um sich was Nettes zu holen. Oder sich halt durch intelligentes Handeln hochzuarbeiten. Das machen auch sehr viele. Das funktioniert sehr gut übrigens. Aber Sticker, ganz ehrlich, langsam wird's kindisch. Und wenn man sieht, dass diese Capsules auch 75 Cent kosten, also wenn man die droppt, braucht man einen Key, um diese Capsules, diese Behälter zu öffnen, wo die Sticker drin sind. Und das ist dann auch wieder so ein Random-Faktor. Das heißt, du kannst da ewig viel Geld reinpumpen, bis du endlich mal den Sticker bekommst, den du eigentlich haben willst. Das ist doch schon. Also Valve weiß, wie man Geld macht und da sollte man nicht unbedingt so reinfallen und sich so mitreißen lassen. Wenn man jetzt beispielsweise Capsules am ersten Tag oder am zweiten Tag, haben die, als man die frisch gedroppt hat, 1 Euro gekostet. Am nächsten Tag waren die schon 50 Cent. Also wenn ihr schlau seid bei so neuen Sachen, dann gebe ich euch den Tipp. Alles, was ihr bekommt, erstmal verkaufen. Wartet erstmal ein paar Tage ab, schaut euch an, was euch gefällt und dann für das Geld, was ihr reinbekommen habt durch den Verkauf dieses neuen Drops, kauft ihr euch halt, was euch gefällt, für einen viel günstigeren Preis. Das sind dann unter 90% des eigentlichen Preises, den ihr verkauft habt. Also so mache ich es eigentlich immer und das funktioniert sehr gut, weil die Leute, es gibt halt so eine Leute, die greifen immer zu, die haben halt nicht viel in der Birne und dann ist es halt so. So, die Sticker fallen natürlich sehr auf. Operation Bravo ist jetzt draußen. Bald wird ein neues DLC kommen. Darauf freue ich mich schon. Denn ich kaufe die DLCs von Counter-Strike alle. Und ja, ich finde die nicht teuer. Mit 5 Euro so ein DLC mit den ganzen Karten. Außerdem geht das Geld nicht nur an Valve, nur ein prozentualer Anteil, sondern an die Map Creator. Damit unterstützt man die und motiviert die auch dazu, weiterhin Maps zu machen. Und die Maps, die in den DLCs drin sind, da kann ich euch versichern, die sind vorher ausgewählt. Das sind keine Gammel-Maps, wie man teilweise auf dem Public findet. So Texturen-Maps, diese Orangen, die man auch aus Source kennt. Ich meine, die sind ja nicht wirklich schwer zu machen. So. Der nächste große Punkt ist der Recoil. Als allererstes die Deagle. Schießt jetzt natürlich viel präziser. Und ja, es gibt viele neue Deagle-Freunde in CSGO. Die Deagle war vorher scheiße. Viele sagen, die Deagle ist jetzt genau wie ein Counter-Strike Source.
Ich finde nicht, dass das stimmt. Ich habe mir Counter-Strike Source nochmal rauf installiert und nochmal gespielt und ganz ehrlich, das ist Blödsinn. In Source war die Deagle krasser als die M4 oder die Arcade teilweise. Da gab es ja die Deago, das heißt eine IQ mit Deagle. Heißt, du kaufst dir nur eine Deagle und Kevlar Helm, wenn du nicht genug Geld für Sturmgewehr und Granaten hast, und das war teilweise tödlicher, als wenn man normal gespielt hat. Ich würde sagen, die Deagle in CSGO ähnelt nun mehr der Deagle in 1.6. Das bedeutet einfach, der Spread, den du hast, nachdem du einmal geschossen hast, dann sprüht die Waffe ja, also du triffst nicht mehr genau auf den Punkt. Die Zeit, bis dieser Spread wieder runtergeht auf 0, wurde halt verringert. Dadurch hat man sehr viele neue Deagle-Spieler jetzt im Matchmaking und auch in der Liga und auch auf dem Public. Finde ich eigentlich eine coole Neuerung, aber ich muss persönlich sagen, ich bleibe bei meiner kleinen grünen geliebten P250, denn ich habe mich an die gewöhnt. Mit 13 Schuss hat sie einen guten Durchschnitt von allen Pistolen. Sie hat einen sehr krassen Rüstungsdurchschlag, so nennt sich das. Sie macht hohen Damage auch bei Kevlar. Und sie knallt halt ordentlich rein. Sie ist zwar nicht ganz so präzise wie die P2000 oder die USP, aber mit ein bisschen Übung geht es schon. Das seht ihr ja auch in meinen Videos. Da finde ich die einfach am leistungsstärksten und irgendwie ist sie mittlerweile als Statussymbol meines YouTube-Kanals hier geworden. Auch bei meinen CSGO-Videos, die grüne P250. Ja. Nächstes AUG und Sig Sauer. Die AUG und die Sig Sauer wurden gebufft. Das heißt, beide Waffen haben eine höhere Feuerrate, aber das merkt man nur wirklich bei der AUG. Die SIG streut immer noch so wie damals und viele spielen die AK weiterhin, weil die AK einfach viel mehr Damage hat. Aber die SIG Sauer, manche spielen die SIG Sauer, aber wirklich gefährlich ist sie nicht, da sie halt einen sehr hohen Sprühfaktor hat. Mit der hohen Feuerrate ist das sehr schwer zu kompensieren, also da muss man wirklich gut skillen können. Aber die AUG hat so einen krassen Buff in Sachen Spread bekommen. Der Recoil besteht immer noch, der war nie das Problem bei den Waffen in Counter-Strike, seien wir mal ehrlich. Aber der Spread, wenn man anvisiert, ist er gen 0. Wenn man nicht anvisiert, bin ich mir nicht sicher, ist er, glaube ich, ein kleines bisschen höher, aber das fällt auch nicht auf. Die ersten 5 oder 6, 7 Schüsse, die gehen wirklich komplett rein. Und dann sprüht es erst in verschiedene Richtungen. Und wenn man anvisiert, sprüht es wirklich nur in Richtung nach oben. Das heißt, das ist ganz leicht zu kontrollieren. Man sieht im Matchmaking unglaublich viele Noobs mit dieser Waffe rumrennen und das ist unglaublich nervig, ganz ehrlich. Es ist für mich persönlich nicht mehr dieses M4, A4 oder A1, je nachdem, was man spielt. Sagen wir mal einfach Colt gegen AK. Counter-Strike war immer so ein Spiel, ob Source, ob 1.6 oder in Go. In 1.6 und in Source war die M4 vielleicht ein bisschen stärker, dadurch, dass sie halt einfach präziser war als die AK. Aber in Go war die AK halt wirklich so, wenn man mit der getroffen hat, dann ist sie einfach mal zerstörerisch. Und ja, das fehlt mir langsam. Ich bin ziemlich stark der Meinung, dass dieser Patch, also dieser Buff der Waffen von Sig Sauer und AUG bald zurückgepatcht wird. Das war ein Versuch von Valve, die Waffen attraktiver zu machen, da sie ja schon viel mehr kosten und eigentlich alle M4 und AK spielen. Muss man nicht unbedingt ausprobieren, man hat ja gesehen, Counter-Strike ist immer noch sehr beliebt. AUG und Sig Sauer hatte ich gerade. Ach so, die P90 wurde genervt. Sie sprayt jetzt mehr und allgemein sprayt sie mehr durch den 50% erhöhten Spread in dem Spiel. Das heißt, es gibt weniger Leute, die mit der P90 rumrennen. Finde ich persönlich cool, die Waffe hat mich immer gestresst, weil man hat gemerkt, wenn die Leute verlieren, dann nehmen sie halt die P90, haben so ein bisschen Übung mit und damit kannst du halt alles umsprayen, teilweise auf richtig krassen Entfernungen, wo du dir denkst, was, das ist so eine MP. Ja, das war wirklich leider so. Durch die hohe Feuerrate war die immer sehr stark. Jetzt noch dazu, der erhöhte Spread. Der wurde um 50% erhöht. Jetzt müsste er mich verbessern. Ich weiß nicht, ob es nur im Laufen ist. Also im Laufen ist er auf jeden Fall übertrieben. Das heißt, es passiert nicht mehr so oft, dass ein Gegner um die Ecke gerannt kommt und den noch im Laufen mit der AK oder was weiß ich einen Headshot gibt, weil der Spread nicht hoch genug ist. Jetzt ist der Spread so hoch. Also da wirklich einen Headshot zu machen, das ist wirklich Luck. Das ist wirklich Luck. Dann kann man den Typen nicht anflamen, außer er hat einen No-Spread, er hat einen No-Spread-CFG oder einen Cheat halt. Aber das ist dann wirklich Luck, wenn er das macht. Aber mir ist aufgefallen, der Spread ist auch im Stehen und im Sitzen erhöht worden. Die Idee war dahinter wahrscheinlich, das ein bisschen mehr an 1.6 ranzubringen, weil da haben die Waffen auch mehr gesprayt als in Source. Und man musste viel kürzere Bursts geben.
Nun ist ja bekannt aus meinen Videos, ich bin ziemlich gut mit der AK zu bursten oder auch mit der M4. Die sind sehr kontrolliert, meine Bursts. Jetzt geht's mittlerweile nicht mehr. Ich habe angefangen, das Spiel so ein bisschen neu zu lernen. Musste ich ja, weil ich total ausgetickt hier bin. Ich habe meine Tastatur geprügelt, weil mir das Game so auf den Sack gegangen ist. Aber ich habe mich irgendwann wieder gefangen, hatte wieder eine gute Runde und habe rausgefunden, wie man es dann besser macht. Das werde ich euch auch gleich erzählen. Aber auf jeden Fall, lange Bursts, vergisst es. Probiert wirklich präzise anzuvisieren und dann einen kurzen Burst zu geben, einen Schritt zur Seite zu machen, damit der Spread sich wieder fängt und dann noch einen kurzen Burst. Diese langen Bursts von früher, die funktionieren nicht mehr so gut. Hoffen wir, dass das im Stand und im Sitzen wieder zurückgepatcht wird. Vielleicht ein bisschen in Steam-Foren oder was weiß ich. So, nun will ich da euch noch einen kleinen Tipp geben. Das waren eigentlich alle Punkte, die mir persönlich wichtig waren von dem Patch. Ich achte wirklich nur immer auf die Sachen, die meinen Spielstil beeinflussen. Ich spiele Counter-Strike weiter, auch wenn ich die letzten Tage auf Facebook voll angepisst von dem Game war. Aber das müsst ihr verstehen, ja. Also, mal hat man gute Runden, mal schlechte. Und wenn man wirklich nur schlechte Runden hintereinander hat, du bist Sheriff, hast nur gute Runden, bist Eagle. Dann wirst du wieder runtergerankt, dann bist du nur noch am Verlieren. Jetzt bin ich wieder Doppel-AK. Nächstes Mal, wenn ich nächstes Video mache, dann bin ich vielleicht wieder Eagle. Man weiß es nicht. So, jetzt zu dem Tipp. Ich habe hier mal mit Paint ein kleines Bild gemalt. Ja, meine Paint-Künste sind sehr billig. Dieses rote Fadenkreuz ist halt das Fadenkreuz, was ich benutze. Der Gap, also der Bereich in der Mitte des Fadenkreuzes, ist sehr gering, ist sehr klein gehalten bei mir. Und ich habe jetzt dahinter mal mit einem grünen Kreis dargestellt, mit was ich eigentlich ziele. Das bedeutet, ich ziele nicht mit der Mitte des Crosshairs, sondern einen kleinen Pixel darüber mit einer kleinen Fläche, weil ich weiß, dass jedes Sturmgewehr und auch die Pistolen immer nach oben ziehen. Das heißt, ich bin bei einem Burst sicher, dass die ersten 1, 2, 3 Schüsse in diesen Bereich reingehen und ab dann kann ich runterziehen. Ich kann schon vorher runterziehen, das ist nicht das Problem. Ich kann ja dadurch, dass ich tiefer anvisiere, diesem Aim-Punch entgegenwirken. Wenn dich ein Gegner trifft, dann verrutscht deine Waffe ein bisschen, also dein Crosshair, und es ist schwerer, den Spread zu kontrollieren. Waffen schießen immer noch oben. Es macht keinen Sinn, wirklich mit dem Mittelpunkt des Crosshairs zu zielen. Man kann sich immer merken, ein Pixel drüber und dann runterziehen. Ja, das war so mein Tipp. Das war jetzt auch mein Video. Das ist lange genug, glaube ich. Ich habe die ganze Zeit durchgebrabbelt. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, meine Meinung. Ich habe es probiert, sehr komprimiert zu halten. Lasst doch ein Like da, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und ja, viel Spaß noch. One Man Two Balls. Over and out. Peace.